Der brennende Dornbusch, Teil 3 der Geschichte von Mose. Mose lebte nach seiner Flucht aus Ägypten viele Jahre lang ein einfaches Leben als Schafhirte. Eines Tages hütete er gerade seine Schafe. Da sah er etwas Seltsames. Ganz in seiner Nähe brannte ein Busch, lichterloh, aber schien nicht zu verbrennen. Als Mose sich das Ganze näher anschauen wollte, hörte er eine Stimme aus dem Busch, die seinen Namen rief. Er blieb stehen und antwortete: Hier bin ich. Gott selbst sprach aus dem Busch heraus zu Mose: Du weißt, dass dein Volk, die Israeliten in Ägypten, sehr leiden, weil sie als Sklaven für die Ägypter arbeiten müssen. Ich habe ihr Leid und ihren Schmerz gesehen und will sie befreien. Ich will sie in ein wunderschönes und fruchtbares Land führen, in dem sie in Freiheit leben können. Dich habe ich ausgewählt, um das Volk in dieses Land zu führen. Wie soll ich das machen? Entgegnete Mose. Die Israeliten werden mir doch niemals glauben, dass ich von dir geschickt wurde. Wirf deinen Hirtenstock auf den Boden. Mose tat es. Da verwandelte sich der Stock in eine Schlange. Als Mose die Schlange griff, wurde sie wieder zum Stock. Jetzt steck deine Hand in deinen Mantel. Mose gehorchte. Als er die Hand herauszog, war sie voller Ausschlag. Er steckte sie zurück und sie war wieder gesund. Zeig diese zwei Wunder den Israeliten, dann werden sie dir glauben. Mose war noch nicht überzeugt. Du weißt doch, dass ich ein ganz schlechter Redner bin. Wie soll ich denn zum Pharao gehen und ihm erzählen, dass er unser Volk gehen lassen soll? Ich selbst werde dir die richtigen Worte in den Mund legen. Keine Angst. Mose blieb stur. Kannst du nicht jemanden anderen für diese Aufgabe schicken? Gott wurde wütend. Dein Bruder Aaron kann doch gut reden. Nimm ihn mit. Dann musst du nicht alleine zum Pharao gehen. Und jetzt geh und führe mein Volk aus der Sklaverei. Da tat Mose, was Gott ihm aufgetragen hatte, und ging zurück nach Ägypten.